Jesus sagt, es hat lange auf sich warten lassen. New York City ist das Hauptziel. 29. Dezember 2020. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge der Herr den Fürbittern der Welt Mut, Weisheit und Durchhaltevermögen schenken. Am vergangenen Sonntag, während des Abendmahls, sah ich einen Atompilz in der Hostie. Ich zeigte es den anderen, die bei mir im Zimmer waren, und sie sahen es auch ganz klar. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Herr zulässt, dass wir etwas Bedeutendes in der Hostie sehen, wenn es sehr wichtig ist. Als ich im Gebet vor den Herrn trat, begann er zu sprechen. New York City. Es hat lange auf sich warten lassen. Es wäre schon lange nötig gewesen, aber mein Herz ist todkrank aufgrund der unschuldigen Seelen, die zu Opfern werden. Ich möchte, dass ihr alle für die Kleinen betet, damit sie rasch zu mir hochgehoben werden. Herr, es gibt so viele gute Menschen in New York City. Und auch die Epoch Times ist dort. Die Guten werden heimgeholt werden zu mir. Andere werden im Staub der Erde schlafen bis zum Endgericht. Betet für alle. Ich möchte, dass keiner so leiden muss, wie sie leiden werden. Betet, dass der Tod schnell eintritt. Eure eigene Marine wird Verrat begehen. Böse Männer mit bösen Absichten. Herr, was ist mit Miami? Auch das wird geschehen, aber nicht in diesem Zeitraum. So wie es jetzt geplant ist, ist New York City das Hauptziel. Ich weiß, was ich in vergangenen Zeiten gesagt habe. Aber die Arrangements ändern sich mit den Umständen im Lauf der Zeit. Alles, was mein Vater tut, ist fair und gerecht. Claire, dies hat lange auf sich warten lassen, eine sehr lange Zeit. Und doch ist mein Herz zerrissen, während jener Moment näher rückt. Es ist klug, dass du nicht nach dem Zeitrahmen fragst. Dieser wird nicht gegeben. Nur Warnungen, denn die Zeit reift heran mit vielen verschiedenen Ereignissen. Doch es gibt jene, die unter euch leben, die eure Feinde sind. Sie sind geblendet von den Lehren der Dämonen, welche die kommunistische Ideologie vorantreiben und denken, dass sie der Menschheit einen Gefallen tun, indem sie den Atheismus einführen. Betet für sie, damit sie sich abwenden und die Regierung warnen. Viele Dinge könnten durch jene, die sich als Verräter gegen die Partei wenden, bezwungen werden. Betet für sie, Claire. Es war nicht meine Absicht, dir solch schlechte Nachrichten zu bringen, aber du hast die Wolke gesehen und dies war mein Zeichen für dich, dass dies unmittelbar bevorsteht. Was ist mit Washington D.C.? Noch nicht. Im Moment möchte ich, dass ihr für zwei Dinge betet. Dass die Rotchinesen, die hier in diesem Land leben, aufwachen und sehen, dass der Kommunismus in Wirklichkeit nicht funktioniert. In der Theorie, aber mit vollkommenen Menschen, die keine Gruppen oder Personen bevorzugen, kann es funktionieren. Aber die Menschen sind korrupt und nichts wird ohne mich funktionieren, bis ich zurückkomme. Meine Leute in China, ich bitte euch, betet für euer Land und für jene, die in dieses Land der Freiheit gepflanzt wurden. Betet für ihre Bekehrung, damit sie sich nicht von innen heraus erheben und jene zerstören, die in diesem Land gut waren zu ihnen. Betet für sie, damit sie mir begegnen. Dies wird alles verändern.